genau vor 50 Jahren, also zum quasi auch unserem Jubiläum jetzt des Theaters, hat man die Hello Dolly frisch vom Broadway in die Schweiz importiert. Und wir waren die Ersten hier damals. Seitdem lief es aber nie wieder und ich habe gedacht, zum 50-jährigen Jubiläum des Theaters brauche ich einen großen, knalligen Klassiker. Und das ist diese unglaublich sympathische Dolly. Dieses Kellnerballett ist mein Lieblingsteil, glaube ich, von dem Stück, weil das so wahnsinnig schnell geht. Dann tanzen sie wieder, dann springen sie, dann wird es plötzlich chaotischer von der Einheit, die es am Anfang eigentlich war, wird es dann im Laufe der Zeit immer chaotischer. Dann gibt es dadurch Akrobatik, ein Huhn fliegt durch die Luft, jemand anderer fängt es auf. Die witzigsten Sachen kommen vor und das in einer sehr, sehr, sehr schnellen Abfolge. Das ist sicher sehr herausfordernd für die Darsteller. Es spielt um die Jahrhundertwende und da gab es natürlich andere Gesellschaftsstrukturen als heute und die Herren der Schöpfung hatten das absolute Sagen in der damaligen Zeit. Die Frauen mussten sich da unterordnen oder wurden natürlich dann auch sehr umworben, also das heißt, der Herr ist auch entsprechend der Galan, der Kavalier und das muss man natürlich einer Besetzung von heute auch manchmal noch ein bisschen deutlicher nahe bringen, damit sie das auch nicht vergessen. So in Trainingsklamotten geht das ja eigentlich ganz gut. Wie das dann aber ist, wenn man ein, wir haben nicht wirklich ein Korsett, aber sehr enge Sachen, langen Rock, lange Kleider mit Schleppe zum Teil, Perücken mit Hüten, wunderschön. Aber da sich dann bewegen zu können und trotzdem die Hebungen zu schaffen, da muss einfach jeder wissen, was er wann tut und wo er wie hingreift, dass der Mann trotzdem, obwohl es einen riesen Rock gibt, das Bein der Frau findet, um sie nicht fallen zu lassen. Salzen Ihre roten Rüben, ich salze meine roten Rüben. Also, da hören Sie doch auf damit! Ja, ich sag kein Wort mehr. Ja, endlich!